Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Review. Nicht nur wegen dem besonderen Kamerafilter, nein, obendrein trage ich noch den berüchtigten German Master Brain Helm. Und heute geht es um den Fred Feuerstein Film mit John Cena. Yep, so sieht's aus. Ist komisch, dass die ein Crossover haben, denn in der Steinzeit gab es, glaube ich, noch gar nicht Wrestling. Aber das ist nicht das erste Mal, dass die WWE solch Zeichentrick-Crossover gemacht haben. Mit Scooby-Doo haben die das ja auch gemacht. Und wo wir gerade bei Scooby-Doo wären, die Feuersteins und Scooby-Doo stammen beide von der Company Hanna-Barbera. Und wo wir gerade bei John Cena wären, hier ist meine John Cena-Action-Figur. Das WWE-Spiel, was ich schon in einigen Videos gespielt habe. Und, na gut, das ist ein deutlich schlechterer John Cena-Film. Kommen wir aber nun zu den Filmen. Ja, was soll ich sagen? Der Film ist kein Meisterwerk. Es gab Momente, wo ich dachte... Aber dann gab es wieder Momente, wo ich dachte... Also Jokes, die Jokes waren einerseits gut, aber andere wiederum schlecht. Animation war gut, kein Meisterwerk, aber dennoch gut. Und die Handlung ist eine gewöhnliche Feuerstein-Handlung, die man auf 50 Minuten gestreckt hat. Wie gesagt, alles über 40 Minuten ist kein Kurzfilm. Und die haben eben das Originalmaterial der Feuersteins eben gut umgesetzt. Es gab viele Dinosaurier, alberne Jokes. Und dieser Film wurde ja 2015 released, also gab es Handys und Tablets in Steinform. Das gab es in der Originalserie nicht, aber man kann ja als Ausrede nehmen, hey, es gab auch in der Steinzeit keine Autos, also von daher passt es, dass die Tablets und Handys auch haben. Wie auch immer, ich habe ja schon zu Ende 2020 dazu ein Video gemacht, da wo ich gesagt habe, ist nicht gut, aber dennoch kann man es unterhaltsam sehen. Darum gebe ich den Film 6 von 10 Punkten. Genau wie der andere Hanna-Barbera-Film, den ich reviewt habe, kann ich sagen, kein Meisterwerk, aber ihr könnt damit gut Zeit totschlagen.